für Diskussion. Golan, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich wieder bei der Ars Electronica sein darf. Es ist für mich eine große Ehre. Ich möchte über Overview-Visualisierungen in der Kunst sprechen. Ich werde Ihnen einige Beispiele zeigen, die Sie zum Teil vielleicht schon kennen. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Hier, nicht unbedingt ein Kunstwerk, aber wichtig für unser Verständnis. Eine Zeitreihe, ganz wichtig. Dann wiederum zwei wichtige Zeitreihen. Entwicklung der Weltbevölkerung und der Klimaentwicklung. Heute werde ich über poetische Ansätze sprechen. Ich kann das Thema natürlich nicht umfassend behandeln. Ich werde Diagramme, Karten und grafische Darstellungen natürlich auch weglassen müssen. Was bleibt dann noch? Tja, jede Menge. Ja, Neil Armstrong ist ja letzte Woche gestorben und Walker Evans sagte, Testpiloten werden beim Mondflug zu Dichtern. Das gilt insbesondere für Neil Armstrong. Der sagte, diese kleine, schöne, blaue Erbse war die Erde. Ich konnte mit meinem Daumen die Erde abdecken und ich kam ja nicht riesengroß, sondern sehr, sehr klein vor. Wir denken gerne an die Worte, die Armstrong bei seiner Mondlandung gesprochen hat. Sie sind berühmt geworden. Andere Übersichten. Welche Worte und Gesten verändern unser Denken? Hier ein erstaunliches Bild ganz oben. Ein Bild des Universums. Eine logarithmische Karte bis zurück zum Urknall. Hier das Cheeky Everything. Jedes Wort im Wörterbuch ist hier aufgeschrieben. Kunst und Wissenschaft zeigen unterschiedliche Wahrheiten, aber beide sind gut und wichtig. Wir haben es hier mit verschiedenen Begriffen zu tun. Nützlich, wenn das als Spitze sozusagen unserer Evolution gilt, so interessiere ich mich für die Basis. Funktion ist eine Art Selbstprüfung für den Einzelnen und für die Gesellschaft. Wir verstehen etwas über uns und sehen das aus einer neuen Perspektive. Ich beginne mit einem Selbstporträt. Ausgangspunkt für meine Kunststudenten im ersten Jahr. Man befasst sich mit der Visualisierung der Facebook-Accounts. Hier ist es eine Analyse des Facebooks von Wolfram. Wir erinnern uns kaum an eine Zeit, da es noch nicht Facebook gab. Wieder ein Selbstporträt von Tim Hawkinson mit dem Titel Taper. Er hat seinen Körper fotografiert in kleine horizontale Streifen diese Bilder aufgeteilt und zusammengefügt. Dann ein weiteres Bild von Tim Hawkinson, nennt sich Blindspot, blinder Fleck. Das zeigt die Körperteile, die er nicht sehen kann. Er sagt, wer braucht ein Selbstporträt im Spiegel? Das kann ich ja sehen, aber das sind Körperteile, die ich nicht sehen kann. Hier eine Nahaufnahme. Also seine Rückseite, sein Rücken und der Kopf von oben. Welche Optionen, welche Strategien gibt es denn? Viele. Die Künstler verfügen ja über eine reiche Formensprache. Hier haben Sie eine Übersicht über diese Optionen. Ein weiteres Beispiel von einer Diplomarbeit. Auch die Darstellung der Weltkarte ist auf verschiedenste Weise möglich. Es ist im Grunde eine politische Entscheidung, keineswegs objektiv, sondern durchaus manipulativ. Also, ich spreche über das, was Künstler so zusammensammeln, über Multiple. Bereits in den
30er Jahren hat man sich bemüht, gewisse Phänomene zu katalogisieren. Man hat hier den Glauben an die Wissenschaft. Ein Beispiel ist noch nicht ausreichend für Beweise, aber viele wiederholte Beweise oder Einzelstücke sind ein Beweis. Wir sehen das etwa in den Architekturstudien. Sie haben hier sogenannte kleine Multiple. Diese Darstellung ermöglicht einen Vergleich zwischen einzelnen Häusern und gibt auch einen Einblick in die gesamte Kategorie. Hier eine Fotosammlung von Lippenstiften, eine Visualisierung von Lippenstiften verschiedener Frauen. Und Sie haben hier wirklich interessante qualitative Einblicke. Ein sogenanntes Pink Project, das rosa Projekt. Sie sehen, was Frauen da sammeln. Dann kann auch eine subjektive Erfahrung intersubjektive Validität erlangen durch Multiple. Hier ein Beispiel von Megan Comboy. Sie versucht, während einer U-Bahnfahrt gerade Linien in ihrem Notizbuch zu zeichnen. Ein weiteres Beispiel, Kim Dingle. United Shapes of America. Also sie versucht hier, die Urgestalt der USA aufgrund ihrer geografischen Kenntnisse zu zeichnen. Das kennen Sie vielleicht, Aaron Koblins Schafmarkt. Sie hat 10.000 Zeichnungen von Schafen im Internet gesammelt. Vielleicht ist das das erste Mal, dass hier diese Vorgangsweise als künstlerisches Medium verwendet wurde. Sie bezieht sich da auf Saint-Exupéry und den Versuch, ein Schaf zu zeichnen. Oft geht es auch um ein Weglassen, um ein Filtern und nicht nur ums Sammeln. Hier ein Beispiel, wo von der New York Times Titelseite alles gestrichen wurde, mit Ausnahme der Gesichter. Hier eine Karte von Kathy Prendergast. Sie hat hier nur die Orte aufgezeichnet, die mit Lost beginnen. Also Lost Mountain, Lost Lagoon, Lost Canyon. Und alle anderen Daten hat sie ausgefiltert. Manchmal entsteht ein neues Verständnis durch eine neue Anordnung. Hier etwa Tim Hawkinsons alphabetisiertes Alphabet. Wir kennen alle das Alphabet, schon in jungen Jahren. Hier hat er das Alphabet umgestellt und es wird nahezu unverständlich. Hier eine meiner Lieblingsdarstellungen, das sogenannte SkyMall-Projekt. Hier werden Gesichter einfach aus einem Magazin dargestellt. SkyMall, also weiße und farbige Gesichter. Ein weiteres Projekt mit einer Neuanordnung stammt von einem amerikanischen Künstler, der im Museum die Anordnung der Dinge verändert. Hier eine Sammlung aus Metallgefäßen aus dem 17. Jahrhundert, aus dem Museum in Baltimore und Fesseln, Fußfesseln für Sklaven. Hier eine Sammlung von Jennifer und Kevin McCoy, Every Anvil. Hier wurden verschiedene Disketten, DVDs erstellt. Jeder Titel beginnt mit Every. Also es wurde hier wiederum eine Umordnung vorgenommen in schon bestehenden Sammlungen. Dann das sogenannte Image Averaging, ein weiterer Weg, um Overviews zu erzielen. Hier Nancy Burson, Ende der 1970er Jahre, da war sie Resident Artist und sie hat die Technik des Morphing
entwickelt. Hier haben wir eine Arbeit aus dem Jahr 1982. Dann ein Bild von Männern, die wie Jesus aussehen. Also, hier wiederum eine Illustration der gesamten Kategorie durch das sogenannte Image Averaging. Dann Jim Campbell, der auch hier bekannt ist. Hier die einzelnen Aufnahmen des Films The Wizard of Oz. Dann David Tenapple hat den sogenannten Face Detector verwendet und bildet damit durchschnittliche Gesichter, etwa das durchschnittliche Gesicht eines weißen Mannes. Dann hier wiederum 120 Bilder sind hier in diese Abbildungen eingeflossen. Dann ein weiteres Projekt von Sullivan. Wir glauben, spezielle Momente sind einzigartig. Hier hat er 120 Fotos, Hochzeitsfotos zusammengefasst, beziehungsweise Bilder von Santa Claus. Wiederum Image Averaging. Oder ein Beispiel, Houses for Sales, Häuser zu verkaufen. Dann möchte ich von sogenannten Holismen sprechen. Es wird hier ein begrenztes Dataset zur Gänze dargestellt. Und man sieht da den Einfluss von komplexen Kräften. Also, Sie kennen das vielleicht, eine Visualisierung der einzelnen IP-Adressen. Die Farbe zeigt zeigt jeweils den Provider an. Also hier eine Darstellung der Gesamtheit der Dienste. Dann Tim Hawkinson. Hier ein Abdruck der Zähne, aller Zähne. Und dann ein weiteres Beispiel. Die Kombination von verschiedenen Kräften, ein Beispiel von Koma und Melamid. Es wurden hier Leute nach ihrem Geschmack befragt. Also etwa, gefallen Ihnen große oder kleine Bilder besser? Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Haben Sie lieber Bilder von Tieren oder von berühmten historischen Persönlichkeiten? Sie haben hier also einen Überblick über das, was den Leuten gefällt, welche Jahreszeit sie bevorzugen und so weiter und so weiter. Und nach diesen Umfragen, und Sie haben tausende Leute interviewt, haben Sie dann ein Bild erzeugt, das diese Vorlieben darstellt und auch ein Bild, das zeigt, was die Leute am wenigsten gern wollen. Sie haben das dann auch nach Ländern unterschieden. Etwa die Italiener, die mögen ihre Geschichte, ihr historisches Erbe. Die Holländer haben es lieber abstrakt. Dann sogenannte umstrittene Visualisierungen und wie wir uns selbst in den Daten finden. Ich weiß, ich mache es den Übersetzern schwer, weil ich so schnell spreche. Da hat er nicht Unrecht. Also wie finden wir uns selbst in den Daten, beziehungsweise wie kommen wir zu widersprüchlichen Visualisierungen? Hier, das ist kein Kunstwerk, sondern ein bekanntes Bild. Die Erde in der Nacht. Es zeigt uns als globale Gesellschaft. Mich interessiert auch das Aufwerfen von neuen Fragen, die dann Anlass für Diskussion sind. Hier haben Sie eine scheinbar neutrale Antwort auf eine scheinbar neutrale Frage. Wie sieht die Erde in der Nacht aus? Ganz einfach. Hier haben Sie das Ergebnis. Das scheint nur neutral zu sein, aber es eröffnet ungeheure Diskussionen. Sie sehen, wer verwendet oder verbraucht die meiste Energie? Afrika ist fast schwarz. Dann auch eine große dunkle Fläche in Russland, Sibirien. Dann haben wir das Lichtermeer in Japan etwa. Und das ist Anlass für Diskussionen.
für sehr interessante Diskussionen. Dann ein Projekt von Martin Vandenberg. Da kann man sich selbst in den Daten wiederfinden. Interaktive Visualisierungen. Die Leute versuchen sich in den Daten zu finden. Das sind Kindernamen. Der Trend in den USA über 100 Jahre hinweg. Was sind die beliebtesten Vornamen für Kinder? Hier für den Buchstaben B. In den 30er Jahren gab es einen Spitzenwert, dann wieder in den 90er Jahren. Bei I sehen wir, also Vornamen, die mit I beginnen, sehen wir, dass es in den 50er, 60er Jahren einen starken Rückgang gab. Dann kann man natürlich hier die Namen von Freunden, von Bekannten sich anschauen und sehen, wo sie hineinpassen. Und dann erhebt sich vielleicht die Frage, warum sind Namen, die mit Q oder mit Z beginnen, auf einmal populär. Dann ein Beispiel, das schon 2002 bei der Ars Electronica gezeigt wurde. Ein Dataset, ein Datenset, das von einem Künstler zusammengestellt wurde. Aufgabe des Künstlers ist nicht nur die Visualisierung von Daten, sondern auch Fragen zu stellen, die Anlass für dieses Datenset sind. Also es wird die Welt gefiltert, Dinge werden ausgefiltert und es entsteht etwas Neues. Das geht von einer Beobachtung aus, die ich in den 1990er Jahren machte. Wenn Sie googeln, dann sehen Sie oben eine Zahl, wie oft, also wie viele Einträge es gibt. Bei Michael Jackson zum Beispiel bekommen Sie natürlich eine Vielzahl von Eintragungen. Es ist das gewissermaßen ein Maß für die Popularität. Also hier sehen Sie die Ergebnisse 1 bis 10 von insgesamt 84 Millionen. Die sieht man nicht. Man kommt bis zu 1000 und dann endet das Ganze. Aber man sieht schon etwa, ob die Frage zu allgemein gestellt wurde oder ob das eben ein besonders populärer Eintrag ist. Das zeigt Ihnen schon, ob Ihre Suche eher eine umfassende ist oder eine gezielte. Ich habe da verschiedene Zahlen eingetippt, etwa 910, 84 Millionen Ergebnisse. Dann beim 11. September 9/11 haben wir 109 Millionen Ergebnisse. Also 911 ist wichtig, 9/11 erinnert natürlich an den 11. September, dann ist 911 auch die Notrufnummer in den USA und man bekommt hier sehr viel mehr Einträge als bei anderen Zahlen. Ich habe ein Programm erarbeitet, um die Popularität der einzelnen Zahlen zu bestimmen. Ich zeige Ihnen das Ergebnis. Hier haben Sie das Programm. Es ist, soviel ich weiß, nach wie vor online und ich sehe mir ein Datenset aus dem Jahr 1977 an. Es ist eine interaktive Visualisierung und man kann sich das Datenset ansehen. Da haben Sie etwa bei 100 jeweils einen Höhepunkt und alle 10 oder 25 Zahlen geht der Wert zurück. Das heißt, es besteht eine Vorliebe für abgerundete Zahlen. Also ich sage etwa, ich habe rund 1000 Briefmarken in meiner Sammlung. Ich sage nicht, ich habe 1110. Hier sehen Sie wieder einen Spitzenwert für einzelne Jahre. Wir beginnen bei 1600. Und interessant ist der Anstieg dieser Kurve. 1980 ist zweimal so wichtig für uns in unserem kollektiven Wissen als etwa 1960.
Und das zeigt die Vergessenskurve an. Also, wir interessieren uns für die fernere Vergangenheit weniger. Da haben Sie die besonderen Jahre, Jahre, die für uns etwas Besonderes bedeuten. 1492, Entdeckung Amerikas, das ist ein Spitzenwert. Also, einzelne Zahlen haben eine besondere Bedeutung. Das sehen Sie hier rechts. Wir haben jeweils 100 Zahlen zusammengefasst, 0 bis 99, 100 bis 199 und so weiter. Und da haben Sie eine Diagonale. Die vertikalen Linien stehen für Zehnerstellen. Und hier haben Sie etwa Zahlen wie 27, 27 oder 55, 55, 63, 63. Und wir können vermuten, dass man sich an diese Zahlen leicht erinnert. Und sie sind daher populärer. Etwa ein Pizza-Restaurant oder eine Taxinummer. Da haben wir auch die Postleitzahlen, Vorwahlnummern. Das alles sind Zahlen, die in unserem Leben etwas bedeuten. Es gibt zum Beispiel Zahlen, die wichtig sind beim Computer. 84, 86 oder beim Fernsehen 902, 1, 2. Da haben Sie die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5. Zahlen sind deshalb populärer, weil man sich an sie leichter erinnert. Also, hier kann man gewissermaßen der Gesellschaft einen Spiegel vorhalten. Vielleicht, ist es nicht besonders wichtig oder bedeutend, aber ich finde, es ist hochinteressant, was man hier alles herauslesen kann. Hier etwa sehen wir, dass etwas Wichtiges sich ereignet haben muss. Also ich würde sagen, das ist eine Möglichkeit der künstlerischen Datenvisualisierung. Ja, Zahlen, die besonders populär sind, sind niedrige Zahlen, etwa 1, die Zahl 1. Niedrige Zahlen sind sehr häufig gefragt, aber Sie können sich das online ansehen. Vielen herzlichen Dank.